Hallo und willkommen. In diesem Videotutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Kobi-Tablet von Android 2.3 auf 4.0 aktualisieren können. Der Vorgang, die Funktionen und die Art und Weise, wie das Update durchgeführt wird, gelten sowohl für das MIT 7022 als auch das 1125, 1126 und das 2128. Das sind die Modelle, die über diese Art und Weise mit dem Update durchgeführt werden können. In unserem jetzigen Beispiel gehen wir gemeinsam das Update für das 1126 durch. Zunächst einmal gehen Sie in Ihrem Tablet auf den Browser. Im Browser geben Sie nun die hier angegebene URL ein. Nun wird ein APK, das UpgradeAndroid.apk für Sie heruntergeladen, welches Sie jetzt ausführen müssen. Klicken Sie jetzt bitte auf Installieren, um diese Applikation zu installieren. Nachdem die Anwendung installiert ist, gehen wir direkt auf Öffnen, um die Installation abzuschließen und die Anwendung auszuführen. Wichtig ist, dass Ihr Tablet an den Strom angeschlossen ist. Wenn Sie kein Netzstecker angeschlossen haben, kann das Update nicht ausgeführt werden. Wenn die Anwendung gestartet ist, müssen Sie Ihre Seriennummer eingeben. Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Tablets auf so einem kleinen weißen Sticker. Diese Seriennummer wird benötigt, um auch zu erkennen, welches Tablet Sie verwenden. Die Applikation an sich wählt schon für Sie das richtige Tablet aus, im Regelfall. Aber auf dem Server kann mittels der Seriennummer noch einmal überprüft werden, ob auch das richtige Update für Sie heruntergeladen wird. Haben Sie die Seriennummer eingegeben, klicken Sie bitte auf den Button Upgrade wird gestartet. Nun wird das Upgrade von unserem Server heruntergeladen, welches zwischen 2 und 10 Minuten dauern kann. Es ist ca. 100 MB groß und die Downloadzeit hängt von der möglichen Downloadrate Ihres Internetanbieters ab. Wenn Ihr Update durchgeführt ist, wird das Tablet automatisch neu gestartet und das Update wird ausgeführt. Jetzt entpackt sich das Update praktisch auf eine temporäre Partition, packt alle Programme und Systemdateien aus und ersetzt das vorhandene System, das Android 2.3, mit dem neuen System Android Ice Cream Sandwich 4.0. Auch dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, einfach abwarten. Wenn das Update abgeschlossen ist, startet sich das Tablet neu und Sie sehen das Android-Logo. Dies kann nun gute 2 Minuten dauern, denn es werden gewisse Dateien in einen temporären Bereich verlagert und für den nächsten Neustart vorbereitet. Mein Tablet ist nun installiert. Sie finden 4.0 auf dem Tablet. Sie sehen das. Sie können jetzt auf OK klicken. Und voilà, Android 4.0 ist installiert. Schauen Sie sich in Android 4.0 um. Sie werden sehen, es gibt viele, viele Änderungen. Auch die Geschwindigkeit. Es hat sich unheimlich viel getan. Schauen Sie unsere weiteren Videotutorials an, in denen wir Ihnen die interessanten Neuigkeiten aufzeigen werden. Viel Spaß mit Ihrem Kobi-Tablet und bis zum nächsten Mal.